Hi Freunde, ich melde mich mal wieder mit einem Video. Heute ein ernsteres Thema, was mich im Moment selber betrifft. Mein Hund hat Giardien. Ja, das ist so eine ekelhafte Darmparasitenkrankheit. Das Lustige daran ist, letztes Jahr um diese Zeit hatte ich auch mit meinem Morbus Crohn zu kämpfen, als er diagnostiziert wurde. Und jetzt hat mein Hund natürlich das. Feststellen tut man das, indem man eine dreitägige breiige oder durchfallige Kotprobe abgibt beim Tierarzt. Und der testet den Kot dann auf, diese Parasiten. Die werden nämlich nicht jeden Tag ausgeschieden und darum drei Tage breiig oder durchfallig. Manchmal ist es gar nicht so einfach, weil manchmal machen die ja dann zwei Tage normal, ja, und dann hat man total die Arschkarte wieder. Muss man wieder von vorne anfangen. Total scheiße. Aber wir haben es geschafft und wir haben drei Tage breiigen Kot eingesammelt. Mit einer Schaufel in so ein kleines Röhrchen. Ja! Und ja, richtig gut. Und das haben wir abgegeben beim Tierarzt und er hat das dann geprüft. Die Symptome sind übrigens nicht bei allen gleich. Meistens haben die Durchfall oder einige haben auch gar nichts, komischerweise. Ja? Die haben überhaupt nichts. Und bei unserem war das so, dass der ab und an Durchfall hatte, dann hat er mal wieder hart und wieder Durchfall. Und ja, dann hat uns der Tierarzt Panacur mitgegeben. Das ist so ein Mittel, so eine Suspension, das wollten wir dem aber nicht geben. Also die wollten wir schon geben, aber die wollten das nicht nehmen, weil die fressen Suspension einfach nicht und das kannst du auch nirgends von Leberwurst verstecken oder sowas. Und darum hatten wir dann nach was anderem gefragt. Dann hat der uns Metrobactin gegeben. Da ist Metronidazol drin. Metronidazol möchte ich den eigentlich nicht geben, weil ich habe das letztes Jahr auch genommen. Und ich hatte davon Atemnot, Schwindelanfälle, Druck auf dem Brustkorb. Ich bin sogar abgeklappt und lag dann in meiner eigenen Scheiße. Also dieses Zeug wollte ich meinen Hunden nicht geben. Und habe dann dem Tierarzt gefragt nach Panacur in Tablettenform für kleine Hunde. Da meinte er so, ja, das gibt's nicht. Das gibt's nicht für kleine Hunde. Das wäre dann was für Schafe und das kann man nicht dosieren. Und darum gibt's das nicht für kleine Hunde. Ich habe aber geguckt, das gibt es. Ja, super. Gut, Tierarzt, hast du gut gemacht. Ja, naja. Ich bin dann ein bisschen ins Internet gegangen. Ich arbeite ja im Internet und dann surft man da natürlich auch und guckt mal. Und es gibt eine Geheimwaffe für Giardien. Ja, das nennt sich das hier. Ja, das ist, also das heißt eigentlich Spartrix. Aber ich habe es jetzt unter Gamma Mix genommen. Das ist für Brieftauben. Ja, das gibt ihr euren Hunden oder eurer Katze. Ach, falsch. Und zwar wird das dosiert mit 2 Tabletten pro Kilo Gewicht. Also wenn der Hund 5 Kilo wiegt, kriegt er 10 Tabletten. Das ist beim großen Hund natürlich richtig viel. Aber wir haben das jetzt gemacht. Das gibt man 2 Tage hintereinander. Wir haben vorher nochmal was mit Getreide gegeben, weil Giardien ernähren sich von Getreide. Und damit diese Dinge alle nochmal rauskommen, haben wir nochmal was mit Getreide gegeben. Die ernähren sich von Kohlenhydraten, Entschuldigung, nicht von, aber Getreide ist ja auch ein Kohlenhydrat. Und da haben wir dann das gegeben. Der eine von uns hat 10 Tabletten gekriegt und der andere von uns hat 8 Tabletten gekriegt. Der eine wiegt nämlich 4,7 Kilo, das runden wir auf, und der andere wiegt 3,7, das haben wir auch aufgerundet. Und ich habe jetzt mehrere Katzenhalter und Hundehalter befragt und die haben alle gesagt, das ist eine Geheimwaffe, keine Nebenwirkung. Und ich kann euch sagen, mein Hund hat auch keine Nebenwirkung, außer ein bisschen Müdigkeit. Er hat wirklich nichts gehabt. Und danach, ihr werdet es nicht glauben, wir haben das 2 Tage gegeben, hat er hart gemacht, ja. Er hat wirklich mal wieder hart abgekotet. Ja, ey, wirklich. Also das ist eine Geheimwaffe, kostet, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Es sind auf jeden Fall 60 Tabletten drin, kostet glaube ich 23 Euro. Ich verlinke euch das bei Amazon, hier unten in der Box. Und das ist wirklich der Geheimtipp. Hier, Gamma Mix. Bei mir ist es Gamma Mix, Brieftauben Gamma Mix. Gibt es aber auch unter Spartricks, ja? Spar und dann Tricks mit X hinten. Ja? Also, ist keine Werbung oder Produktplacement oder so, Produktplatzierung oder so. Ich mache das wirklich, weil ich wirklich davon überzeugt bin und euch diesen Tipp geben möchte. Den findet ihr aber, glaube ich, auch im Internet. Aber in Videoform ist es ja nochmal was anderes. So, dazu. So ein Medikament macht natürlich den Darm kaputt. Wir tun jetzt was für den Darmaufbau für die Hunde. Das sind so eine Globulis. Also unser hatte danach dann Hähnchen gekriegt. Das hat der einen überhaupt nicht vertragen, hat davon noch mehr Scheiße reingekriegt. Also da war nichts mehr mit hartem Kot. Wir haben dann Nux Vomica D6 gegeben für Durchfall. Ja, für Durchfall. Da geben wir 3x5 Globulis.
hat gut geholfen, aber das Hähnchen hat wieder alles kaputt gemacht. Eigentlich soll man ja schon einen Kuss geben, aber ja, bei unserem bringt das nichts, der scheißt sich davon die Hacken ab. Ja. Und zur Darmflora-Aufbau geben wir Echinacea D6, das ist auch Globulis, die gibt es in der Apotheke, davon geben wir 3x5 Stück, den einen und der andere kriegt 2x5 Stück. Die kann man gut in Leberwurst verpacken, merken die nicht und können sogar Menschen futtern. Ja, ich erzähle die 6. Eigentlich soll man dazu noch Symbiopet geben, aber das mag man nicht essen. Ja, und ich will den dazu auch nicht zwingen. Darum probieren wir das so. Und wir versuchen es jetzt mit Rindfleisch anstatt mit Hähnchen. Reis ist ja so, das entzieht dem Körper ja noch mehr. Reis. Reis und Hüttenkäse entzieht dem, also Reis entzieht dem Körper ja noch mehr Flüssigkeiten. Darum geben wir keinen Reis mit Hühnchen, wobei Hühnchen frisst er eh nicht. So, das war mein Tipp für euch. Also, wenn ihr das jetzt noch nicht wusstet, auf jeden Fall, wir werden jetzt in ein paar Wochen nochmal eine Kotprobe abgeben. Man soll das nochmal dazu sagen, 2 Tage hintereinander geben, eine Woche warten und dann nochmal. Also, wir haben jetzt Freitag das letzte Mal gegeben und wir gehen morgen nochmal. Morgen ist auch wieder Freitag. Da kriegt er das nochmal, alle beide. Weil manchmal verstecken sich die Giardien in den Gallengängen und bleiben da so lange, bis alles vorbei ist. Und dann kommen die wieder raus und dann schälen die Hunde wieder. Und darum soll man das nochmal so als Kur geben. Und die eine Katzenhalterin meinte auch, wenn man das dann in einem Monat immer noch nicht weg ist, dann kann man das ruhig nochmal in einem Monat geben, ja? Also schreibt euch das unbedingt auf den Kalender. Wenn ihr Erfahrungen damit habt, könnt ihr mal in die Infobox schreiben. Auf jeden Fall. Ich bin damit auf jeden Fall sehr zufrieden mit Gambamix bzw. Spartrix für Tauben. Keine Nebenwirkungen, wirklich gar nichts bisher. Und ich bin echt zufrieden. Ja, und der hat danach natürlich wirklich wieder hart gemacht, also mit dem Hähnchen jetzt, das lassen wir jetzt erstmal weg, wir müssen was anderes geben. Aber das ist der Geheimtipp, weil gegen Panacur und Metronidazol bzw. Metrobactin, das ist ja dasselbe, nur ein anderer Name, schmeckt nur besser und ist für Katzen zugelassen. Da ist natürlich ein Hammerzeug, hat mega Nebenwirkungen und würde ich persönlich meinem Hund nicht geben. Ich habe das Zeug selber nehmen müssen und das ist eigentlich aus der Humanmedizin. Und ich weiß, was das für ein Hammerzeug ist, auch viele Nebenwirkungen und ich würde ihm das nicht geben und ich an eurer Stelle auch nicht. Gebt euch euren Hund nicht, gebt lieber das, ey, ich schwöre euch. Ich habe auch im Internet rumgesurft, es sind keine großartigen Nebenwirkungen bekannt. Alle Tiere haben das wirklich super vertragen. Ich übernehme dafür aber natürlich keine Haftung, es ist nur ein Tipp, ja. Es ist ein Tipp für euren Hund, wenn er Giardien hat. Und ich werde das auch weiterhin geben, ich werde das dem Tierarzt natürlich nicht erzählen, der ist immer so ein bisschen engstirnig. Und ich verlinke euch das, probiert das mal aus. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das ruhig in die Infobox schreiben. Ich habe auch bei Facebook nochmal rumgefragt, davor, bevor ich das selber gegeben habe, weil ich Angst hatte. Einfach, man ist ja so ein bisschen in der Grauzone, wenn man das Hunden gibt, und beziehungsweise Katzen, wenn das nicht vom Tierarzt abgesegnet ist. Da hatte ich ein bisschen Angst um meinen Hund, aber das haben viele schon gegeben und es ist alles gut. Super, also ich bin auf jeden Fall froh. Ich bin gespannt, was die Kotprobe in 3-4 Wochen ergibt und ich werde dann nochmal ein Update machen. Ja, ich verlinke euch das jetzt und diese Kügelchen hier auch, falls ihr das braucht. Und Symbiopet verlinke ich euch auch nochmal. Dann seid ihr ausgerüstet für die Giardien, damit ihr die ankämpfen könnt. So. Haltet mich auf dem Laufenden mit eurem Hund, wenn ihr das habt. Ich bin gespannt über eure Erfahrungen mit Spartrix. Ciao.